Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Crew. Und New Kid zieht seine Donuts und hat Freude am Leben. Fahren. Ich wollte gerade, ist doch Copyright, ne? Freude, aus Freude am Fahren? Ist das nicht von Ford oder so? Weiß ich egal, nicht. Das soll uns nicht interessieren. Ne, wir scheißen eh auf Copyright. Genau, ist so. Holt doch die Polizei. Holt ja. Einfach die Polizei, sagt hier, Kimane Gaming, die machen was mit nichts mit Copyright. Oh. Wisst ihr was, Leute? Ihr seid eh die größten Verbrecher, weil ich wette, dass zwei Drittel von euch Adblogger benutzen und nämlich die ganze Scheiße hier umsonst gucken. Ohne uns irgendwie ein bisschen zu fördern. Genau. Ihr verdammten Verbrecher. Mein Gott. So. Der macht nur Spaß. Nein, mach ich nicht. Ach so. Jetzt auf deabonnieren klicken. Sehr gerne. Könnt ihr ruhig machen. Wenn ihr das macht, seid ihr nämlich cool. Klingt auch stark nach DCV-DNS. Ja. Einladung annehmen. Mein Camaro. Fährt 3000 auf der Autobahn. Ich auch grad. Von 0 auf 100 in einer Sekunde. Mein Gott. DC, schöne Grüße an dieser Stelle an den Coolen von der Nordsee. An Dennis Christoph von der Dennis Nordsee. Dennis Christoph von der Nordsee. Beziehungsweise oder Schwibcousin. Steig ein. Oh. Rally. St. Ingelbert. Ja, ich sehe ihn. Gut. Dann mach ihn fertig. Boah, diese Mission habe ich in der Beta gehasst, ne? Da habe ich, glaube ich, 3-4 Mal für gebraucht. Geil. Ja, geht. War ein bisschen ungeil eigentlich. Ja. Erledige ihn. Ja, ist auch echt. Schnell. Aber zu warum zweit. Die Eile? Die Cops natürlich. Passt das vielleicht? Ja, aber aus der... Vielleicht ist sie echt nicht, aber es gibt ja. Zwei Ecken, da hat man den. Und aus der Ego-Perspektive ist jetzt noch ein bisschen scarier. Boah, krass. Ich mache jetzt die komplette Folge in Ego-Ansicht. Boah, aber der hat ein geiles Cockpit. Ja, hat er. Welcher ist wobei geht eigentlich gerade, ne? Ist der schon mal ready? Wenn er gerade ausgeht. Länger nicht. Ja, toll. Ja, aber, ich hab den, aber der ist nicht so schnell wie in der Beta, merke ich gerade. Nee, auf dem Sand, da verkackt der wirklich. Ah, siehst du, jetzt bin ich schon quer hier. Ich weiß gerade nicht. Ne, hier ist das auch noch nicht. Nee, du kannst du den am Haus nämlich rechts. Oh. Ah ja, jetzt kommt das geil. Gleich kommt auch das geile Flugzeug. Hey, ich würde. Ja, aber da kommt nochmal eine Situation gleich, wo man den cashen kann. Naja, nee, die meine ich auch jetzt gleich. Weil jetzt fährt er gleich die Kurve. Genau, da werden wir ihn schneiden. Ich hoffe. Jetzt. Ich glaube jetzt. Ah, oh, ich habe mich schon gedreht. Ja, Moment, ich bin noch an ihm dran. Oh, so schlecht war er gar nicht. Ah ja, da kommt's jetzt. Nee, doch nicht, hä? Da ist nee, kommt jetzt gleich, kommt die hier. Kurve. Ich hab's. Ja. Nice! Zack. Jo. Oh, ich bin an ihm vorbeigeflogen. Oh nein. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist, weil gleich kommt. Da ist schon er. Die nächste. Bloß nicht entkommen. Hä? Wo fährt denn der lang? Ja, warte, ich krieg den. Okay. Ach, hier, ja. Ich krieg den. Boah, nice, ich hab's gesehen. Boah, da fliegt mein Gott. Wieder wegfliegen. Was denn da los? Geil. Boah, immer noch. Boah, ey. Das hat Spaß gemacht. Das war geil, on. Episch. Das hat epochale Ausmaße hier gerade. Ja. Mein Gott. Also wir machen uns gerade lustig über die Erweiterung von Minecraft. Also nicht, dass wir jetzt, dass ihr denkt, wir loben uns selber, aber die haben die neue Skyrim-Geschichte so betitelt, dass es epochale Ausmaße annehmen würde, dieses Update. Ja, sind wir mal gespannt, was für epochale Ausmaße es auf uns zukommen. Ja, ein kleines Skyrim-Add-on haben wir auch runtergeladen und das werdet ihr dann auch in den kommenden Minecraft-Folgen sehen. Ja. Erledigt. Ja, jawohl. Er hat die Botschaft kapiert. Nett, wir sehen uns. Jetzt erstmal ein Hotdog. Ich hoffe, wir hängen hier vor dem Hotdog-Laden. Das ist... Warte. Hey Alex, was gibt's Neues? Troy lässt mich in der ganzen Gegend hinter ihm hergucken. Gut, je mehr du tust, desto mehr vertraut er dir und desto eher hast du deinen Vater. Hängt da ein riesen Hotdog-Chaos. Dinner. Nicht schön. So. Kriegen wir noch eine hin? Jetzt hänge ich hier halb hin. Oh, da ist die oh, Polizei. Nein, die Cops.
Wir könnten noch eine hinbekommen, ja. Okay, dann machen wir das doch. Ich guck mal auf die Minikarte. Oder wir können da hinfahren. Ich weiß nicht, das glaube ich jetzt wieder am Arsch der Welt. Wir können auch eine Blitzreise machen oder sofort spielen. Weil mir ist selber aufgefallen. Nee, hier steht, ich kann nur einen Wegpunkt setzen dahin. Weil wenn man in The Crew wirklich mal hin und wieder... Ja gut, dann hast du den Ort noch nicht entdeckt wahrscheinlich. Kann sein, ja. Dann fahren wir da jetzt hin und machen da dann Folgenpäuschen. Siehst du den Wegpunkt? Ja, ja. Ich fahr mal hier querfeld ein. Nee, auf jeden Fall, weil wenn man hier mal eine Blitzreise macht oder sofort auf Spielen geht, kann man das echt verstehen, weil ich glaube, wenn ich die ganzen Wege immer gefahren wäre, da wäre ich jetzt noch nicht so weit. Nee, irgendwann nervt's halt auch. Ja, kann ich mir vorstellen, klar. Weil es ist ja wirklich meistens von Mission zu Mission so 15 Kilometer. Da bist schon was unterwegs. So ist es. Oh! Boah, wie oft ich jetzt springe und dann in der Zone. Ach so, das war der Sprung. Ja, habe ich jetzt verkackt. Ich find's auch immer wieder geil, wie der, wenn du den Nitro zündest, wieder nach hinten geht. Ja, alles geil. Alles geil. Oh, boah. Was hab ich denn? Ich hab dich gesehen, du bist kurz vor meiner Motorhaube erschienen und dann weggespawnt. Ja, es war wegen dem Sprung-Event, wo ich aus Versehen reingefahren bin. Ist noch ein... Vor mir noch eine Sehenswürdigkeit, die ich noch nicht habe. Fahren wir auch gerade, glaube ich, direkt auf zu. Oh mein Gott, wir fahren direkt auf zu. Ja. Oh, ich habe den Checkpoint verkackt. Hotel, Small Town. So. Mein Camaro fährt 1000 auf der Autobahn von 0 auf 1000 in einer Sekunde. So, ich bin jetzt da. Das war, glaube ich, auch die letzte Mission, die wir in der Beta gezockt haben, fällt mir gerade ein. Ich glaube auch, vor dem Roadtrip, ja. Genau, richtig, nice. Geil. Schließt sich der Kreis schon mal. Ja, aber echt. Schulboss. Ach so. Ich muss auch noch annehmen. Ach so. Ja, die werden wir ja schaffen. Ich glaube, die ging nicht so lang. Ja. Schwierigkeit leicht. 7 Minuten haben wir noch dafür, werden wir schon schaffen. Erforderliche Fahrzeugstufe 18. Meine 368. Ach, Gott. Ja, aus Versehen so. Übersprungen. Ich habe auch auf Kreis aus Versehen gedrückt. Scheißegal. Es ist ein junger Mann zu uns ins Auto gestiegen, den wir schnell wegbringen sollen. Ja, guckt einfach in die Beta-Folge, da seht ihr, was passiert. Das ist wieder der grandiose Kurs. Der Mann ist Hä? Ist fertig? Was? Alter! Keine Ahnung, das muss doch Weltrekord sein! Ich hab mich. Boah, ich hab mich gerade selbst gewundert, wo die ganze Polizei denn hin war. Alter, wie geil! Alter! Einfach Weltrekord aufgeben. Gibt's da eigentlich eine Rekordzeit irgendwo? Keine Ahnung, Alter. 14 Sekunden! Wie geil! Diese Folge wird auf jeden Fall Weltrekord heißen. Das sag ich dir jetzt schon. Ja, genau. Krieg dann 5 Millionen Klicks. Gute Arbeit. Schalte dir was. Ja, ein Tattoo zum Beispiel. Wir wollen unser Tattoo. Das Unterleib ist. Ja, Unterleib ist einfach weggespawnt. Ja. Gibt's was Neues? Ich hab Troy vor dem Knast bewahrt. Boah, hoppsa, ich fahr hier erstmal durch den Müll. Hier ist PvP vor uns. Bleib am Ball. Ist das Goldene schon? Nee. Okay. Na gut, Freunde der Sonne. Dann, oh, ich krieg hier einen... Ah, hier sind die Wolf-Typen. Ah, melden die sich jetzt? Ja. Aber, wir machen jetzt erstmal ein... Le Pause de Folge. Folge Päuschen. Le Pause. Ja, schön. Hat Spaß. Alles klar, auf jeden Fall. Weltrekord haben wir. Das kann uns keiner nehmen. Ja,
Und genau. Dann sage ich mal, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Gut Sprit! Fahrt vorsichtig. Und immer bei Rot. Ja. Mein Gott! Ciao! Eingepackt. Ciao!